la 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 la. Warte mal, ich bin in meinen kleinen Fensterchen gefangen wieder hier, in meinen... Halt die Fresse, Klavier! Never ending. It's a never ending story. We design. Alter, direkt 22. Finish. Was? Was? Nein, es war... Aha, okay. Wird sich jede Frau darüber freuen, über diese Küche wahrscheinlich. Weil da stehen Töpfe drin. Schnaps mal 30. Ja, so ein Schnäpschen könnte ich jetzt auch gut gebrauchen. Vielleicht auch später. Ich bin sehr mutig, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gerade bei dem Spiel. Natürlich der erste Test. Ach, wir können nur... Okay. Abpissen können wir anscheinend nicht, so wie es aussieht. Wir sind Batman. Ich hab's immer gewusst. Oh, Little Wayne, Winnie and Partner. Haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555-3825. Schnell, effizient und diskret. Hört sich an wie so ein Sexshop oder so. Was war das? Warum geht das einfach zu? Ich verstehe es nicht. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around, it's so funny. Dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must declare, I stepped right on my toes, and when she Joschka Fischer übrigens. Ja, Flex ist klar. Du guckst unter der Decke für einen Lichtschalter. Ist natürlich logisch. Das war eine Maus. Na, hallo. Also tragen wir diese Prothese, denke ich mal. Oder die Prothese ist ja nicht gekommen. Die war ja zu groß, glaube ich. Was? Ich will raus. Fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Ich glaube, jetzt ist das... Was? Ach Gott sei Dank. Ja, bringt ja sehr viel, muss ich sagen. Bringt sehr, sehr viel. Ein Pfeifenständer. Er hat Ständer gesagt. Das. Ich geh einfach wieder zurück. Herzlich willkommen zum Deckenventilator-Simulator. Was machen die denn nachts hier? Ich verstehe schon. Ich kann mich nachts nicht zügeln. Ich werde nachts zum Tier. Ah, wir können die Kerze... Na, was gibt's Tolleres in Horrorspielen? Wackelnde Stühle, ohne dass da jemand sitzt? Na, hallo. Was? Nee. Ciao. Ich traue mich gar nicht Bilder an. Das ist doch kein Bild, oder? Was? Was? Ah, warte mal. Was? Alter, diese hässliche Fratze, geh weg! Ich hab mich nicht erschrocken, das war ich, Wir das vielleicht? Entschuldigung. Ratte im Ofen. Die Ratte wird richtig heiß und dann stinkt's erstmal nach Schweiß. Was? Wo ist er denn hingefallen? Ich trau mich gar nicht.
Was? Was? Nein, ich, Ist doch gut. Ist doch gut. Da flüstert mir schon wieder jemand ins Öhrchen. Es geht nicht, Gott sei Dank. Oh, hübsches Bild übrigens. Ja, gut, außer dass die Frau auf dem Boden liegt. Und die Tochter guckt gerade. Papi, was macht meine Mami da? Die schläft. Paprika, Paprika. Ja, Paprika gibt es hier anscheinend im Überfluss. Paprika ist wahrscheinlich so das Lebensmittel, das Elixier des Lebens wahrscheinlich hier in diesem Spiel. Bei mir wird es wahrscheinlich dann der erste Schritt in der Buchse, den ich dann habe. Ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade nicht allein in diesem Raum. Und warum hängen da Knoblauchzehen an der Tür? Wollen die uns fernhalten? Was? Das. Ich geh ins Licht! Alter, ich seh nichts! Was? Was? Ich mag keine Tomaten! Ich hab nie was Böses über Paprika gesagt! Es tut mir so leid. Ich mag Äpfel und Birnen und Paprika. Was? Geh weg. Falls du da bist, ich mag Paprika. Ich habe nie was Schlechtes gesagt über Paprika. Paprika, 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 ich bin da. Paprika liebe ich überall drauf, auch auf Pizza. Paprika mit Pizza. Was? Zwei Hackfleisch-Amigos. Finde ich gut. Bring mich nicht zum Lachen. Gott sei Dank ist zu. Türen vor allen Dingen. Wollte ich jetzt gerade sagen. Türen sind gut. Da steht jemand. Halt die Schnauze, Klavier! Alter, ich... Und ich glaube, ich verliere aus... Ich bin nicht da. Klingt so ein bisschen wie ein Werbeslogan von Lorelal. Weil ich es mir wert bin. I am dreaming of a wild Christmas. Ich dachte, wir können es am Bett endlich mal die Nachttischschubladen öffnen. Vielleicht finden wir ja da ein paar Spielzeuge. Ich dachte, wir können es am Bett endlich mal die Nachttischschubladen öffnen. Vielleicht finden wir ja da. Hört sich auch ein bisschen gruselig an. Das Klavier ist jetzt auch verkettet.
Was war das? Es macht mich... Ich meine... Was? Na, hallo. Geh weg, Oma. Geh weg. Ach, natürlich. Ja klar, mit dem Riegel zu, da kann man die Tür öffnen. Aus. Ja, ist doch gut. Ja, ist okay. Was? Ignoriere sie. Ich will da gar nicht. Das Geräusch habe ich nie mit dem Mund gemacht übrigens. Ist sie abgefahren? Hier. Five Nights at Freddy's übrigens. Na, du bist ja schon mal Bescheid. Oh, das ist super. Ein Wegweiser. Dann weiß ich wenigstens, wo ich hinlaufen soll. Wenn es nicht so viele Striche wären. Nicht. Deine Emotionen bei dem Game sind echt der Burner. Ja, es ist immer bei Horrorspielen. Ich bin seelisch geschädigt von Daylight. Schatzi, ich komme. Was? Omi? Da flüstert schon wieder jemand mir ins Öhrchen. Hallo Leute, na? Habt ihr mich vermisst? Mein Name ist Lupa. Lupa. Lupa Pupa. Schon wieder diese Puppe? Ich will das nicht mehr weiterspielen. Ich will das. Ich will das nicht. Mami. Hört auf damit. Geh weg. Geh weg. Ich mag Puppen nicht. Geh weg. Und der Alkohol fließt in Strömen. Guck mal, Professor Xavier war auch hier. Alter! Huch, was war das denn? Nein. Alter! Finne. Entschuldigung. Sah aber geil aus. Kann ich das nochmal sehen, wie die Puppe davor läuft? Ich meine, noch mache ich lustige Sprüche über so eine Puppe. Ich find's gut.
Warte mal, ich probiere das nochmal aus. Geht das nochmal? Yeah! Bam! Sorry. Hey, hello, hello and welcome to the Let's Play. Naja, irgendwann wird der Gang ja wahrscheinlich mal aufhören, denke ich mal. Ne? Ich vermute mal, dass... Was war das? Ich bin noch nicht bescheuert. Ich gehe einfach weiter. Ciao. Sie nirgends nicht finden. Gott, ich will jetzt noch weg. Alter! Mach doch nicht so eine Scheiße mit mir! Ich bin doch so jung! Ich hab mein Leben noch vor mir! Oh, Gott sei Dank wieder hier. Safe Raum. Ja. Hier fühle ich mich ein bisschen sicher. Aber nur ein bisschen. Ventilator des Grauens. Da gehe ich nicht runter, ja. Der kam letztes Mal geflogen. Ich gehe in die andere Richtung. Warte mal. Ist auf einmal überall Türen? Was? So steht... Ich stand doch... Wieso willst du... Was gibt Schlimmeres? Ich wollte doch gerade nur in die Schubladen gucken. Omi? Omi, bist du es? Wie würde Gronkh jetzt sagen? Omi-Liebe. Hashtag Omi-Liebe. Oh mein, was steht da? Oh mein Gott, I'm... What, in a circle? Ich trau mich da nicht lang zu gehen. Omi? Tu das Richtige dieses Mal. Go in a circle. Noch nicht. Noch nicht. Omi? Ich will da nicht hingehen. Wer bist du? Ich will da nicht hingehen, bin ich ganz ehrlich. Wer bist du? Ich will da nicht hingehen. Wer ist das? Geh weg. Geh weg, wer ist das? Geh weg, wie steht da noch? Uah! Alter! Wie peinlich! Ich will das gar nicht sehen! Ich will es in der Webcam gar nicht sehen, wie peinlich! Oh mein Gott! Ich will das gar nicht sehen! Wieso? Hä? Ja, ist doch gut. Sollen wir der Ratte jetzt nachlaufen oder was? Something is coming! Ja, so wie bei Outlast ist. Ich finde das so geil bei Outlast. Something is hunting. Was? War ich nicht? Omi, war ich nicht? Omi, ich habe hier keine Unordnung gemacht. Wie komme ich denn... Hä?
Wieso? Jetzt geht's wieder zurück, oder was? Okay. Ich darf mich jetzt nicht wieder beruhigen, denn wir sind ja in ein... Meine Frau genießt die Show mit Popcorn. Ja, die Horror-Show mit Popcorn. Ist super, ja. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was kann man auch besseren machen? Schön Popcorn, ein Köhlerchen dabei. Ist doch alles supi. Da flüstert mir schon wieder jemand ins... Hallo? Du bist so weit weg. Bilder, die sich gegenseitig angucken. Das ist gruselig. Was? Geh weg! Kann es sein, dass wir teilweise jetzt richtig den Verstand verlieren? Ist es möglich? Es ist immer die Tür, die verbarrikadiert ist. Ich frage. Alter! Ich meine, hey, Bücher! Krass. Ich habe mich nicht erschrocken. Ratatouille! Es wird nie wieder einen Ratatouille-Film geben. Das erinnert mich wie diesen ersten Raum, den wir... Alter, diese alte Kackbratze! Alter, diese Knitterfalte! Don't look back, sagt sie auch noch. Und ich will mich gerade umdrehen, das spawnt die vor uns. Willst du mich verarschen? Mein Schatz. I will make it right, honey. I promise, I will make you right. Das war ich gewesen, so höre ich mich an, wenn ich mit dem Let's Play fertig bin. Gefangen in der Tür. Das ist dieses Spiel, ne? Das war in meinem Magen. Ich habe Hunger. LSD! Ich will da nicht reingehen. Geh weg! Bin euch bescheuert. Ciao! Ich will da nicht reingehen. Wer ist das? Was macht die da? Hardcore. Ich will da nicht reingehen. Wer ist das? Geh weg. Wieso wusste ich das? Wow! Was?
Ach, okay, also sind wir gerade gestorben anscheinend. So, wie kriege ich denn jetzt hier, warte mal, muss ich hier die Schublade aufmachen, ne? Dann... Ah. Muss ich jetzt... Hauptsache, das Telefon klingelt noch. Ist wichtig. Geh weg, Oma, bist du's? Geh weg! Geh weg, 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 geh weg. Ich weiß es genau. Ich mach die Tür auf und dann kommt die Oma. Ja, Freiheit! Freiheit, komm ich hier raus? Ich will raus! Übrigens immer noch die, Winnie-Pooh-Tasse. No. Stop it. Please. I'm so close. This time, I almost had it.